Was haben wir eigentlich? Haben wir Vormittag, Mittag, Mittag? Na, kurz vor Mittag sind wir. Moin an euch alle. Ich muss was Merkwürdiges erstmal loswerden. Ich finde das total cool, dass der Saal nicht so voll ist, weil das Thema, ja echt, weil das Thema DSGVO sonst immer, das musste nur irgendwo mit dran stehen. Was war das? Musste irgendwo mit dran stehen und du hast keinen Platz mehr bekommen, dass sich das so langsam so ein bisschen auf ein normales Niveau runterbegibt, finde ich sehr in Ordnung. Also ich hoffe, die anderen sind nicht so ignorant, dass es deswegen freie Plätze gibt, aber alles gut. Mit dem Thema Bilanz wollte ich eigentlich starten. Also Bilanz heißt, wir haben jetzt rein rechnerisch irgendwie ein Jahr und vier Monate schon. Ne? Ein Jahr, vier Monate volles Inkrafttreten der DSGVO. Da kann man mal zwischengucken, irgendwie was eigentlich in der Zwischenzeit passiert ist. Und weil ich irgendwie keine langweiligen Titel mag, habe ich gesagt, so Bilanz, irgendwie was passt dazu, Popanz, Firlefanz. Wie zumindest irgendwie von der Sprache her damit einher. Und ich finde, es geht aber noch viel mehr damit einher, weil die Worte kennt jeder, die Bedeutung eigentlich nicht. Popanz in der Bedeutung irgendwie von Wiki gezogen heißt künstlich hergestellte Schreckgestalt oder, was ich noch viel schöner finde, etwas, was aufgrund vermeintlicher Bedeutung Wichtigkeit, Furcht, Einschüchterung hervorrufen soll. Das ist, glaube ich, genau das, was passiert ist. Auch ganz schön Firlefanz, überflüssiges oder wertloses Zeug oder noch viel besser, finde ich, törichtes Gerede. Was meine ich damit? Ich meine damit nicht die Datenschutzgrundverordnung, weil tatsächlich oute ich mich als Fan des Gedankens, der dahinter steht und in weiten Teilen tatsächlich auch der Umsetzung. Das, was dahinter steht, kommen wir gleich nochmal zu. Es hat die DSGVO, so wie wir sie alle genießen dürfen, gerade aktuell, hat handwerkliche Fehler. Ganz klar. Und gerade in dem Bereich, in dem wir alle unterwegs sind, nämlich in dem, wo es darum geht, Betroffenenrechte zu realisieren, beziehungsweise den Informationspflichten nachzukommen. Das sind irgendwie so zwei ganz spannende Themen, wo echt Haken noch drin sind. Bleibt geschmeidig. Im Mai 2020 ist die erste Evaluierung. Die ist tatsächlich mit dem Gesetz festgeschrieben. Das heißt, wir hoffen mal alle drauf, dass sich da ein bisschen was ändern wird. Ist euch aufgefallen irgendwie, als ihr reingekommen seid, dass ihr quasi mit eurem Eintreten und mit eurem Stillbleiben ganz vielen Sachen zugestimmt habt und nach Artikel 14 J&B Beyond den Informationspflichten extrem gut nachgekommen ist? Und ich war hier aber schon drin. Du warst schon drin? Du bist aber an mindestens, warte mal, egal wo du reingekommen bist, an mindestens drei Informationen vorbeigelaufen. Genau. Spannende Geschichte, auch eine Artikel 14-Information. Wenn ihr selber irgendwie mal die in euren Informationspflichten in irgendeinem Bereich nachgekommen seid, habt ihr wahrscheinlich immer Artikel 13 gemacht und hier mal Artikel 14. Denkt mal drüber nach. Kommen wir vielleicht später nochmal zu. Mal gucken, was da passiert. Also, was war für eine Bilanz, mal irgendwie einmal zurückgehen, 25.05.2018, schiere Panik. Weil alle gedacht haben, jetzt kommen irgendwie ganz neue Sachen. Irgendwie diese Geschichte muss ich, glaube ich, nicht wiederholen, dass die Panik mindestens zwei Jahre zu spät kam, weil die DSGVO ist in Kraft getreten etwas früher. Ich werde da mal nicht so viel zu sagen. Die Panik und deswegen auch das Thema Popanz und Firlefanz war sowas. Zum Beispiel, könnt ihr euch jetzt immer aussuchen, irgendwie, ob es eher Popanz oder eher Firlefanz war. Das ist beides, was aber an der Urheberschaft liegt, denkt euch den Teil irgendwie, warum die Überschrift rot ist. Deutschland droht ein Klingelchaos. Klingelschildchaos, sowas, ne? War sogar eine importierte Geschichte, weil eigentlich dieser Wahnsinn oder dieser Blödsinn tatsächlich eigentlich aus Österreich kam. Die Bild-Zeitung macht ja gerne aus allen möglichen Geschichten nochmal ein Riesengebla. Hat irgendjemand zu euch von euch dazu eine Frage, irgendwie, warum dieses Thema aufkam oder warum es Blödsinn ist? Oder denkt irgendjemand, dass es tatsächlich noch eine Relevanz hat? Gut, sehr schön, ihr seid richtig hier. Was haben wir noch gehabt? Wenn der Datenschutz die Nerven blank legt, finde ich eine wunderbare Geschichte. Kita-Fotoverbote, Einschulung war jetzt gerade. In Hamburg ging das Thema nochmal wieder durch die Tagespresse tatsächlich, irgendwie mit den ganzen Fotoverboten für Einschulung und so weiter. Ich habe direkt um die Ecke so zwei Grundschulen, die schon an dem Zaun, also an dem Tor zum Schulgelände Fotoverbotsschilder während der Einschulungsveranstaltung aufgehängt haben. Was denkt ihr? Stimmt oder stimmt nicht? Berechtigt, nicht berechtigt? Meins auch, wollte ich mal sagen. Überall keine Fotos
Teilberechtigt. Teilberechtigt. Das ganze Ding ist Blödsinn. Hat erstens mit der DSGVO ganz, ganz, ganz wenig nur zu tun, nämlich in einem ganz, ganz kleinen Bereich. Das Ganze ist eigentlich eine ganz andere Gesetzesgrundlage, Kunsturheberrechtsgesetz. Kommt gleich noch. Also Kunsturheberrechtsgesetz ist die eine Geschichte. Wenn ich mich nicht fürchterlich irre, ich glaube 1907 in der ersten Fassung, in den 60er, in den 1960er Jahren, sehr einreduziert, allerdings irgendwie gibt es diese zwei Paragraphen 22 und 23 noch, das ist das Thema Recht am eigenen Bild und Ausnahmen und so weiter und so weiter. Die wesentliche Geschichte, die wir hier zum Beispiel auch mit nutzen, deswegen steht es auch auf der Info, ihr habt sie ja sicher alle gelesen, die hier hängt, Veranstaltungen haben immer eine Ausnahme von dieser ganzen Geschichte. Das ist der erste Punkt, das trifft für Schule, für Einschulung auch, könnte auch zutreffen, weil es auch eine öffentliche Veranstaltung ist, wo Menschen eingeladen sind und dazukommen dürfen. Die zweite Geschichte ist, dass die DSGVO sagt, es gibt das Familienprivileg. Den Begriff schon mal gehört? Wenn ich rein privat, was ich in der Regel ja tue, irgendwie wenn ich Fotos irgendwie meines Kindes bei einer Einschulung mache, das rein privat nutze, ist das alles völlig in Ordnung, kann auch keiner widersprechen. Wenn ich anfange, hinterher meine Bilder, komplette Bilderstrecken auf Facebook zu posten oder auf Instagram zu posten, habe ich ein Problem, dann mache ich es öffentlich, dann fällt das Familienprivileg oder dieses rein privater Bereich fällt weg. Aber das Ding, das, mal gucken, ob es nächstes Jahr auch noch dran ist. Ich nehme mal an, ja, also dieses Schulverbot oder das, habe ich das dabei, das Bild? Weiß nicht, ich habe in irgendeiner, ich glaube, das war aber eine Schulungsgeschichte, Klassenfotos, wo immer nur das Kind, was das Foto mitbekommen hat, zu sehen war und alle anderen mit Smileys netterweise überdeckt waren. Sah ziemlich merkwürdig aus. Da haben wir nochmal das ganze Thema irgendwie, das war, ja, greift Raum. Sehr schöne Geschichte, weil tatsächlich, das ist kein Hoax, sondern das ist das war eine Anfrage der oder eine Aussage der Handwerkskammer, eines offiziellen Menschen der Handwerkskammer. Die DSGVO verhindert, dass Handwerker weiter arbeiten können, weil Kundendaten wie Teppich- und Tapetenmaße unter die DSGVO fallen. Das heißt, ich darf keine Wohnung mehr ausmessen, weil die behauptet haben, es ist tatsächlich ein personenbezogenes Datum. Schöne Grüße an alle von euch, die zu Hause einen Saugroboter haben. Ufuk ist nicht da, ne? Nee, das, bei dem weiß ich das zufällig. 8 von 10 Anbietern senden, also die tatsächlich so eine WLAN-Cloud-Anbindung haben, senden die Grundrisse die der Saugroboter mit der Zeit ermittelt, an eine Cloud. Was sie damit machen, keine Ahnung. Jetzt haben wir noch keine Namensschilder in der Apotheke. Tatsächlich auch echt so gewesen. Nochmal mit der, das habe ich glaube ich da abgeschnitten, weil es sonst zu voll gewesen wäre, mit der Maßgabe, die haben immer noch ihre Schilder gehabt, nur die Maßgabe des Chefs dieser Apotheke war, nur maximal 50% der Buchstaben des Namens dürfen auf diesem Schild sein. Das wäre das Thema, ich glaube er hat es verstanden, als Pseudonymisierung. Also man findet nicht ganz genau raus, wer es ist. Geht noch weiter? Naja, die Aussage, genau, der Name, Vorname, Name oder die, nein, das ist ja sogar, du gibst ja das Geschlecht preis, das heißt, es steht ja Herr oder Frau drauf und du gibst den Nachnamen preis, das sind beides personenbezogene Daten. Und die Maßgabe des Chefs war, alles, was mit personenbezogenen Daten zu tun hat, darf nicht mehr veröffentlicht werden, was ja, glaube ich, immer noch ungefähr 50% aller Menschen denken. Wie oft hört ihr irgendwie bei irgendwelchen Sachen, die ihr fragt oder sagt, darf ich nicht sagen, ist Datenschutz? 99,97% davon sind Quatsch. Und das war genau das Ding. Chef hat gesagt, wir haben Datenschutzgrundverordnung, wir dürfen die Namen unserer Mitarbeiter nicht mehr mitteilen. Und weil es ein bisschen doof ist oder er viel Geld ausgegeben hat für die Schilder, wollte er halt zumindest 50% des Namens noch. Bitte? Nein, das war ein Artikel, wo da drauf gab es, wo habe ich denn, bei Twitter habe ich das gefunden, glaube ich, gab es irgendwie so, das ging irgendwie nicht wirklich viral, aber es waren so ein paar hundert Antworten da drauf, irgendwie, wo dann Leute aus ihren Namen irgendwelche, wie heißt es noch, wo sind die Deutschleistungskursler oder die Germanisten, Anagramme, danke, Anagramme draus gemacht. Probiert das mal mit eurem Namen, kann man viel Spaß mit haben.
auch eine schöne Geschichte und nicht als Spaß gemeint, also das Ding hier zumindest nicht als Spaß gemeint. Das ist, wäre die Alternative zu den Schildern, die wir für die Veranstaltung aufgehängt haben. Die haben gesagt, hier wird fotografiert und diese Klebepunkte, das sind so typische so Metaplanwand-Moderationsgeschichten. Wer nicht fotografiert werden sollte, sollte sich einen roten Punkt auf die Stirn kleben, damit keiner... Wir haben es anders gelöst hier. Wir haben es hier so gelöst. Stimmt, das muss aufs Band. Ne? Ich muss es einmal wiederholen. Vielen Dank für den Beitrag, ein Eingriff in die Religionsfreiheit. Stimmt, in Indien wäre das schwierig zu machen. Das wäre die Lösung. Danke, danke, konstruktiver Beitrag, grüne Punkte. Tatsächlich ist das so, wir haben hier, ich weiß nicht, ob einer von euch das Ding da wirklich gelesen hat, die Fotoinformation am Eingang, du hast es gelesen, sehr schön. Die Vorgehensweise, wenn ihr irgendwann mal in sowas stecken solltet, in so einem Dilemma oder in so einer Fragestellung, ist wirklich, hier gibt es einen beauftragten Fotografen von JM Beyond, der rennt hier rum. Das heißt, für die Bilder, die der Mensch macht, ist JM Beyond, der Verein und im Durchgriff Robert als Vorstandsvorsitzender, verantwortlich für die Verarbeitung von Daten. Ende. Wenn ihr hier rumrennt, der Gesamt, danke schön, Götz, der Gesamtvorstand. Aber gegriffen wird erstmal Robert, oder? Nein, das Schöne ist, wenn du einen Gesamtvorstand nimmst, dann hast du den, der die fetteste Einkommensteuer hat, den holst du in die Haftung und der muss sich von den anderen Vorständen meinen Schadensanteil anteilig dann wieder. Okay, wir haben eine Cross-Referenz zu dem vorhergehenden Talk, nämlich dem Haftungsrecht-Talk. Das heißt wirklich, der Gesamtvorstand ist verantwortlich und wer am meisten Kohle davon hat, haftet mit seinem gesamten Privatvermögen. Und kann sich dann von den anderen Anteilen die Schadenssumme holen. Und muss dann die anderen zivilrechtlich wahrscheinlich in Anspruch nehmen. Okay, da, gut, das schieben wir wieder zu dir. Haftungsrecht, alles gut. Aber tatsächlich bedeutet das nur für die Bilder, die Florian heißt dann. Ne? Florian hier macht, ist JM Beyond verantwortlich. Und wenn damit Malesche passiert, dann geht das auch tatsächlich alles auf JM Beyond. Wenn ihr hier rumrennt und Fotos macht, ne, Jana, du bist irgendwie ständig am Fotografieren hier, dafür ist JM Beyond nicht zuständig. Das ist auch was, was wir überhaupt nicht regeln können von der Vereinsseite aus, sondern deswegen steht als freundlicher Hinweis auf dieser Info, bitte sprecht die Fotografen an. Und es steht auch der freundliche Hinweis drauf oder der Appell da drauf, liebe Fotografen, achtet bitte darauf und nehmt die Leute ernst, weil jetzt komme ich mal zu dem, was du vorher gesagt hast. Kunsturheberrechtsgesetz ist das Wesentliche dafür. Ein paar Sachen davon sind DSGVO-relevant, weil Bilder, also Gesichtsbilder letztendlich, unter dem Bereich biometrische Daten fallen. Aber auch nur der Teil fällt unter die DSGVO. Und die dritte Geschichte ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Das ist kein Gesetzbuch, was es gibt, sondern das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist sozusagen das, was sich als gelebte Rechtsprechung seit 1948 aus Artikel 1 und Artikel 2 Grundgesetz ergeben hat. Und da seid ihr unterwegs und das ist tatsächlich, finde ich, auch ein schwerwiegendes Thema. Also wenn hier jemand fotografiert wird, wer hat die Keynote, den Anfang gemacht? David hat das gemacht, irgendwie zum Einstieg gesagt, irgendwie das kann Konsequenzen haben, wenn jemand sich irgendwie im Job krank gemeldet hat, um unbedingt auf dem Joomla Day zu sein oder hier Menschen in Paarung zusammen fotografiert werden, die weit weg und auf irgendeinen Bildern auf Facebook zu erheblichen Verwicklungen im Privatleben führen, ist unschön. Also Persönlichkeitsrecht, wichtiges Thema. Eine schöne Lösung, jetzt haben wir, das waren alles ernst gemeinte. Es gibt ein paar humoristische Geschichten. Das Ding war auch echt, ich habe vergessen, wo es war, weil ich das schon ein bisschen länger benutzt habe, eine Fleischerei, die gesagt hat, wir nehmen das ernst mit eurem Persönlichkeitsrecht. Das war irgendwie so eine Kleinstadt-Dorf-Schlachterei, wo man normalerweise mit dem Namen begrüßt wird. Und die Gegenmaßnahme war, man sollte beim Reinkommen in diese Schlachterei laut schreien. Was sollte man schreien? Ich bin nicht einverstanden und keiner wird mehr mit dem Namen angesprochen. Das hängt da immer noch, weil es wirklich ein Hype geworden ist.
Eine zweite Geschichte fand ich sehr, sehr cool, irgendwie eine Edeka-Marktkette in Nordfriesland übrigens, war mit den Cookie-Hinweisen am Keksregal auch sehr innovativ, fand ich eine coole Geschichte. So ein bisschen, das Einzige, woran ich mich anstoße, ist so dieser Satz, es grüßt die EU-Kommission, weil nein, die haben einen guten Job gemacht, so gut wie sie konnten. Das Ding ging tatsächlich, ich glaube, es war als Hoax gemeint, aber das Ding ist echt viral gegangen auf Facebook. Ich habe das ziemlich zu Anfang noch erwischt, da waren es nur, wie viel, 7.000, irgendwie sowas. Ich glaube, es ist bei 350.000 Shares irgendwie am Ende gelandet. Nett gemeint, funktioniert so auch nicht so wirklich. Das Einzige, was tatsächlich richtig Schaden in diesem Bereich angerichtet hat, war diese Geschichte. Hat einer von euch die bekommen? Okay, hast du die auch bekommen? Kennt ihr, wer von euch hat irgendwie nach der Anmeldung, Gewerbeanmeldung, so lauter, so ähnliche Geschichten bekommen, nicht von der Datenschutzzentrale, sondern von irgendwelchen Firmenregistern, wo man eingetragen hat, jeder bekommen wahrscheinlich, ne? Davon gibt es so eine Reihe Sachen, irgendwie das heutigste. Genau. Genau, all diesen ganzen Kram, irgendwie, wenn man das Ding unterschrieben und zurückgeschickt hat, hat man, ich glaube, über 3 Jahre, weil die meisten waren immer über 3 Jahre, so einen komischen Vertrag abgeschlossen, irgendwo wirklich in irgendwelche Register eingetragen zu werden, war aber nichts Offizielles. Sah aber so ähnlich aus, ist auch tatsächlich wohl aus der gleichen Quelle. Das sind wirklich so Beschissgeschichten. Ich bin der Meinung, dass da inzwischen irgendeine Behörde eingeschritten ist und die auch diese Firma gar nicht mehr existiert, die dahinter steckt. Das war tatsächlich ein heikles Ding. Ich habe das in den ersten paar Datenschutzschulungen, die ich bei meinen Datenschutzmandanten gemacht habe, kam in der Pause der Geschäftsführer um die Ecke und meint, irgendwie meinst du das hier? Und das komplett gleich weggeschmissen haben. Also, was ist das Ergebnis dieser ganzen Geschichte? Stimmte schon letztes Jahr, stimmt glaube ich immer noch. Don't panic. Und jetzt dürft ihr doch ein bisschen Panik haben. Und es ist schön, dass ich hier so ein paar Leute direkt ansprechen kann, weil ich sie kenne. Weil damit es nicht allzu langweilig wird, machen wir mal sowas jetzt. Du darfst Angst haben, Christian. Das geht jetzt so ein bisschen Wissenscheck, damit ich weiß, wie der Talk weitergeht. Wann ist die DSGVO in Kraft getreten? 5. Mai? 2012, 25. Mai 2018, 25. Mai 2012 oder 24. Mai 2016? Und was gewinnt, wer das ist? D. Irgendjemand was anderes als D? Du war etwas anderes als D? Vielleicht B? Genau. Tatsächlich ist das, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der 5. Mai ist, aber im Mai 2012 ist der erste Referentenentwurf veröffentlicht worden. Ab da hätte man es wissen können. Seit wann gibt es in Deutschland Datenschutzgesetze? Mai 2018, Mai 1949, 1995 oder 1970? C? Anderes Gebot? Dora. Okay. Sehr gut. Hessen war tatsächlich das erste Land. Das ist jetzt die Reminiszenz an Gießen. War aber, Entschuldigung, noch mal ganz, no, egal. Das hat einen Grund, warum da eine Animation hinter ist. Hessen war das erste, das war nur ein Landesdatenschutzgesetz und ist dann hat sich so langsam hochgerobbt zu dem Thema, wir brauchen das insgesamt. Eine andere Zahl ist mir nicht eingefallen. Ich brauchte irgendwie einen Lückenfüller. Wer gilt als Vater der DSGVO? Jan-Philipp Albrecht? Oder? Jan-Philipp Albrecht? Oder? Jan-Philipp Albrecht? Ich brauche den Telefonjoker. Oder? Was zu essen? Ah, nee. Horst Seehofer. Tipp? B wie Bertha. B wie Bertha. So aus dem Gefühl.
Die anderen trauen sich nicht mehr. Du bist die Einzige, die sich jetzt noch was traut. Der Einzige ist der, der mit Bindestrich oder nicht. Das heißt, sie macht den ganzen Jackpot. Ne? Wenn sich kein anderer traut, okay, wir lösen mal auf. Wow. Okay. Oh, das war zu. Da wollte ich hin. Du weißt nicht, was im Jackpot ist. Was ist das Schutzgut der DSGVO? Daten, Sicherheit der Daten, Unternehmensleitung oder Selbstbestimmung über persönliche Informationen? D. Jemand anders? Stimmt. Tatsächlich, und genau das ist das, wo ich vorher gesagt habe, 99,97% der Aussagen, wenn jemand sagt, darf ich nicht sagen, Datenschutz, Quatsch. Wenn jemand sagt, die Einwilligung ist die einzig sinnvolle Rechtsgrundlage für irgendwas, Quatsch. Es geht immer darum, dass es wirklich das Persönlichkeitsrecht, oder eigentlich ist die persönliche Freiheit, Selbstbestimmung über meine Daten. Ich möchte wissen, wofür wird es gebraucht. Ich möchte darüber bestimmen, gebe ich die raus oder nicht. Wer von euch hat einen Facebook-Account? Ihr wisst, was ihr unterschrieben habt, oder? Okay. Was haben wir noch? Was ist die häufigste gemeldete Datenpanne seit 2018? Gemeldet bedeutet... Gemeldet bedeutet tatsächlich als offizielle Meldung bei irgendeiner der Landesdatenschutzaufsichten angekommen. Die Zahlen oder die Auswertung basiert allerdings nur auf 15 Bundesländern, weil Mecklenburg-Vorpommern bisher keine Zahlen abgeliefert hat. Es gibt verlorene Datenträger, BCC-Fehler, damit ist gemeint so diese Undisclosed Recipients-Geschichte, also ich packe aus Versehen irgendwie ins CC meinen kompletten Mailverteiler und jeder sieht irgendwie, wo es hinging. Oder Ransomware-Hackerangriffe, in welcher Form auch immer. Oder Fehlversand von Informationen. Okay, endlich ist mal ein bisschen. B. Okay, erstaunlicherweise ist es der Fehlversand von Informationen. Und habe ich da Zahlen zugeschrieben? Nee, habe ich vergessen. Ich bin der Meinung, irgendwie mit in einer Größenordnung von irgendwie 3000 Meldungen bei insgesamt, die Zahlen habe ich nicht mehr parat. Bevor ich Mist erzähle, lasse ich das lieber. Und zwar nicht nur Mail, sondern auch Brief und insbesondere Fax. Das taucht. Bitte? Sag mal, berühmte Beispiele? Also tatsächlich ist das auch die häufigste Geschichte, mit der ich zu tun habe, wenn Leute gerade so, ich sag mal im Juni, Juli, August irgendwie mich angerufen haben, also meine Datenschutzmandanten mich angerufen haben, gesagt haben, so schon wieder ein Fax falsch gelaufen oder irgendwie Zahlendreher oder. E-Mail war gar nicht so viel, bei mir waren es echt primär so herkömmliche Wege, Post falsch versandt und so weiter. Okay. Das stimmt nicht, es ist Halbfinale. Mir ist nämlich noch was eingefallen, als ich diesen Talk gemacht habe. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Das Notebook eines Personalleiters wird nach dem Geschäftstermin aus seinem Auto gestohlen. Gut eine Woche später erhält das Unternehmen ein Erpresserschreiben mit der Forderung, 10 Bitcoin zu zahlen. Aktueller Kurs? Weiß ich nicht, 11.000, 10.000, irgendwie sowas. Innerhalb der nächsten 24 Stunden meldet der Datenschutzbeauftragte den Vorfall an die Datenschutzaufsicht der Polizei. Und der Polizei, beides. Verstanden soweit? Die Frage ist, kann die Aufsichtsbehörde, die zuständig ist, ein Bußgeld verhängen? Das hätte ich gerne mit Begründung. Und wen muss das Unternehmen informieren? Du bist raus, du bist Haftungsrechtler. Also nicht richtig, aber fast. Jemand eine Idee? Ja, die haben zu spät gemeldet. Die haben zu spät gemeldet. Wir sind doch 24 Stunden. Ja, aber nicht nach. Okay. Vielleicht merkt es keiner, ist eine Aussage. Also eure Aussage ist ja, die kann Bußgeld verhängen und die Begründung ist,
weil zu spät gemeldet. Sag mal. Alternativ wäre ja noch, die 72 Stunden laufen ja erst dann, wenn festgestellt worden ist, ob ein Risiko für das Unternehmen besteht. Wenn die das Laptop von der Ferne aus löschen können oder ähnliches, müssen die ja erstmal gar nichts machen. Ja, aber ja, weil es keine Form abgegriffen sein wird von den Möglichkeiten nach der Fernlöschung. Also, sowohl das Unternehmen. Da ist ein Erpresserschreiben drin, ne? Also das hat ja, ist ja irgendwie eine begründete Geschichte. Das heißt, die müssen in irgendeiner Form Zugriff auf das Notebook bekommen haben. Was genau dann passieren kann, wenn man zum Beispiel mobile Geräte, Festplatten nicht verschlüsselt. Ist das eine Nichtverschlüsselung solcher Geräte ein Verstoß oder nicht? Alleine schon ja. Also wer von euch nicht bei Windows-Geräten BitLocker, bei Mac, weiß ich es nicht, wie heißt es da irgendwie? Also, ja, genau, Firewall, das war's. Wer das nicht aktiviert hat auf seinen Mobilgeräten, begeht an sich schon Datenschutz, also ein DSGVO-Verstoß. Artikel 32, technisch-organisatorische Maßnahmen wären da das Thema. Und ist im hohen Bußgeldbereich unterwegs. Das fällt natürlich niemandem auf, weil keiner kriegt euer Notebook zu Gesicht. Und da scheinen wirklich mehrere Sachen dabei gewesen zu sein. Das heißt irgendwie nicht verschlüsselt, irgendwie keine wirklich starken Passwörter dahinter, ansonsten hätte er immer keinen Zugriff bekommen. Und dann auch noch der Verlust eines Datenträgers. Hab ich nicht dabei. Es gibt für euch alle, es gibt, gibt ja immer die Frage, irgendwie, wann ist was meldepflichtig, wann nicht. Muss ich was tun, muss ich nichts tun? Seit bisschen längerer Zeit schon, also sehr spät nach vollständigem Inkrafttreten der DSGVO, gibt es jetzt auf der Seite der Landesdatenschutzaufsicht Hamburg ein ziemlich cooles Paper zu einer Kategorisierung von Datenpannen und zu den unbedingt notwendigen Maßnahmen, inklusive, wann darf ich erstmal einschätzen, besteht ein Risiko fürs Unternehmen, hast du nämlich recht, das ist immer was, man muss das Risiko einschätzen, aber da ist ein bisschen Hilfestellung dabei, wann bin ich im Bereich Datenpanne und wann bin ich im Bereich Meldepflicht dieser Datenpanne. Der Verlust eines Mobilgerätes, eines USB-Sticks, einer externen Festplatte an sich ist immer eine Datenpanne. Auch wenn ihr verschlüsselt habt, auch wenn das Ding sonst wie irgendwie biometrisch mit 2-Faktor oder wie viel auch immer gesichert ist, es ist eine Datenpanne. Bitte? Gilt auch für die kleinen USB-Sticks, definitiv ja. Okay, jetzt kommt aber wirklich das Finale. Wie hoch ist das maximale Bußgeld für eine nicht gemeldete Datenpanne? Habe ich mich da selber aus... Scheiße. Ja, ja. So. Ne? Ich habe mich... Du darfst es bliepen hinterher. Habe ich... Weil es mir noch zu spät eingefallen ist. Alles klar. Okay. So, das heißt, Wissen, ihr seid ziemlich gut dabei gewesen, ne? Bis auf eine Frage, die irgendwie ziemlich bunt war. Das heißt, ihr habt irgendwie notwendiges Grundwissen für all das und könnt von da aus relativ entspannt in die Welt ziehen oder weitermachen, wie ihr bisher gemacht habt. Ich habe gesagt, wir machen ein bisschen Bilanz und gucken mal an, was ist denn eigentlich seitdem passiert. Und ich mache einmal den Schlenker nochmal da drauf, warum ich das Ding auch wirklich so gut finde. Warum mein Herz tatsächlich, egal was es da an Angriffen gibt, immer noch für die Idee hinter der DSGVO schlägt. Und das ist tatsächlich, das ist das Thema Verankerung. Also DSGVO an sich ist Sekundärrecht. Primärrecht, worauf es basiert, ist die EU-Grundrechtecharta. Das ist so ein bisschen die EU-Entsprechung des Grundgesetzes, mit dem wir zu tun haben. Persönlichkeitsrechte, Grundfreiheiten sind da abgebildet und der Artikel 8 hat den Schutz der personenbezogenen Daten im Fokus. Das ist das, was wir als Rechtsprechung in Deutschland haben, seit dem Volkszählungsurteil, was Anfang der 80er gesprochen wurde, was auf dieser gigantischen Datensammlung, die für Ende der 70er Jahre angedacht war. Das hat EU-Rechts Grundrechtecharakter bekommen und die DSGVO basiert darauf. Das ist die Grundlage. Und es gibt eine zweite Geschichte dazu, die mit diesem Grundrechte-Thema, finde ich, zu tun hat. Und das ist Mr. Snowden, der tatsächlich ohne das Aufdecken seiner PRISM-Geschichte, dieses zweite Überwachungsprogramm habe ich nicht mehr so richtig im Kopf, wie das heißt. Das vergesse ich immer. Irgendwann wollte ich es mal dazu schreiben. Nee, PRISM. PRISM war das eine. Das kam nämlich, diese Offenlegung, seine Leaks sind
genau zum Zeitpunkt, ich glaube 3 Tage vor der letzten Beratungsrunde in der EU-Kommission für die DSGVO, aufgetaucht. Kurz davor war der Abstimmungsstand so, dass die DSGVO niemals in Kraft getreten wäre, weil trotz dieser 4 Jahre und ich glaube 3.100, 3.200 Änderungsanträge, die im Gesetzgebungsverfahren dabei waren, die Länder gesagt haben, die Mitgliedstaaten gesagt haben, das ist zu viel Eingriff irgendwie, zu viel Beschränkung. Das, was Seehofer heute immer noch sagt, war da tatsächlich der Tenor. Dann kam er da drauf, hat, glaube ich, ich weiß nicht, zu der Zeit noch nicht in der EU gesprochen, vor der EU-Kommission gesprochen, aber die Informationen waren klar. Und seine Aussage zu dem Zeitpunkt war, wer meint, dass er nichts zu verbergen hat, handelt genauso wie jemand, der sagt, irgendwie nur weil mir gerade nichts einfällt, was ich sagen kann, verzichte ich auf mein Recht auf freie Meinungsäußerung. Und das ist das Thema informationelle Selbstbestimmung. Auch wenn Leute sagen, ich habe nichts zu verbergen, ihr seid transparent, ihr seid gläsern. Alle von euch, die sich ein bisschen mit Facebook, ein bisschen mit all dem, was so online passiert, Google und so weiter, muss ich nicht weiter sagen, beschäftigt haben, dürften wissen, irgendwie was an Informationen über euch bekannt ist. Bist du noch da? Ich bin auch da, ich überlege die ganze Zeit, ob ich mich einschalten sollte und sagen sollte, dass Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung zivilrechtlich natürlich über eine Betriebshaftpflicht versichert werden. Ja, das Das ist ein ganz spannendes Thema. Also für alle, war jemand von euch in diesem Haftungsrecht-Talk? Du warst drin, ne? Da gab es eine Aussage, Bußgelder sind nicht versicherbar, hast du gesagt, mehrfach. Ja. Die DSGVO, also die Landesdatenschutzaufsichten, können Bußgelder verhängen. Spannender Hintergrund, die DSGVO setzt das, also in Deutschland gibt es eine Ordnungswidrigkeit, OWG, Ordnungswidrigkeitengesetz heißt es so, wo so Bußgeldgeschichten und Verhältnismäßigkeiten und all so ein Kram geregelt sind. Das gibt es in anderen Mitgliedstaaten auch, nicht in allen, aber in einigen. Die DSGVO als EU-Recht setzt das OWG in Deutschland außer Kraft. Punkt. Sonst würden auch so hohe Bußgelder gar nicht, nach dem OWG wären die in Deutschland gar nicht zulässig. Da jetzt mal diese beiden Sachen genommen. Landesdatenschutzaufsichten können Bußgelder verhängen. Götz sagt, in Deutschland hat die Versicherungsbranche gar nichts mit zu tun, sondern der Gesetzgeber hat gesagt, Bußgelder sind nicht versicherbar. Trotzdem sagt er jetzt, mit einer Betriebshaftpflicht, ist das richtig? Mit einer Betriebshaftpflicht, mit deiner, sind Verstöße gegen die DSGVO, also verhängte Bußgelder und gegebenenfalls Schadenersatz und so weiter, versicherbar. Bußgelder. Was denn? Nicht Bußgelder, sondern der Schadenersatz. Ja. Über das Bußgeld, obwohl es gibt da eine Klinge, da ist es doch versicherbar. Meine ich nämlich auch gelesen zu haben. Person, die sagt, meine Persönlichkeitsrechte sind auf zivilrechtlicher Ebene schadenersatzpflichtig und das wäre als Personenschaden über die Betriebshaftpflicht versichert sein. Es gibt eine Ausnahme, wo Bußgelder mitversichert sein könnten. Das ist, wenn ihr eine GmbH habt und der Geschäftsführer oder Geschäftsführerin verstößt, schicke ich die Gesellschaft über das Bußgeld und die haben eine DMO. Okay. Ich bin der Meinung, nochmal gelesen zu haben, nochmal explizit, weil ich in meinen Versicherungsbedingungen nochmal nachgeguckt habe, dass die irgendwann jetzt letztes Jahr im Oktober eine Erweiterung gebracht haben und explizit drin steht, Bußgelder aus Datenschutzverstößen sind an dieser Stelle mit versichert. Ich habe, wie immer, lese ich den Sermon dahinter nicht. Das hat mir ausgereicht. Okay. Nochmal zu dem zurück, deswegen war diese Frage in dieser kurzen Quiz-Time drin. Gegenstand und Ziele, und das klärt das Schulthema, das klärt, glaube ich, ganz viele Themen, Gegenstand und Ziele der DSGVO, und das ist der Artikel 1, der ist lesenswert, auch die Erwägungsgründe dazu sind sehr lesenswert, finde ich, ist wirklich der Schutz natürlicher Personen, beziehungsweise der Daten der natürlichen Personen. Hat jemand von euch mal ein bisschen in der DSGVO rumgelesen? Seid ihr auf dieses Thema? Es gibt ja eine wundervolle Online-Seite, das hat irgendwie war mal ein freies Projekt und hat, was war es? Ich glaube, das ist sogar ein Versicherer gewesen oder eine Beratungsgesellschaft, weiß nicht, hat das abgekauft und ein bisschen schön gemacht, heißt DSGVO-online.
Hervorragende Quelle mit Verlinkung untereinander und vor allen Dingen die Quelle, da müsst ihr nicht teure Kommentare kaufen, die immer so um die 150 Euro kosten, mit sämtlichen Erwägungsgründen dahinter. Mal gucken, wie viel Zeit wir gleich noch haben. Vielleicht quäle ich euch nochmal mit meinem Lieblingserwägungsgrund. Gucken wir mal. Also, nochmal Bilanz vor DSGVO und seit DSGVO. Für uns hat sich nicht wirklich dramatisch viel verändert. Das, was sich verändert hat in Deutschland mit schon immer sehr, sehr starken Datenschutzgesetzen und aufgrund dieses Volkszählungsurteils Bundesverfassungsgericht wirklich einen hohen Wert dafür, sind ein paar Sachen dazugekommen, nämlich die Rechenschaftspflicht, das ist das, worunter ihr alle leidet, oder alle leiden, weil das Gesetz gibt schon immer. Man muss die nur nicht wirklich nachweisen. Das schönste Beispiel ist immer irgendwie, wenn ich mir Hamburg angucke, ich wohne mitten in Eimsbüttel, Parkplätze sind knapp. Wenn ich überall Parkverbotsschilder aufstelle und in der Straßenverkehrsordnung, STVO heißt sie, ne, geregelt habe, wo man parken darf und wo nicht, und keine Polizei und kein bezirklicher Ordnungsdienst mich jemals aufschreibt, passiert irgendwas. Aber es wird sich keiner an die Parkregeln halten oder nur wenige Leute. Das ist das Einzige, was sich geändert hat. Also es gibt jetzt sozusagen einen Ordnungsdienst für das Thema Datenschutz. Erste Geschichte, zweite Geschichte, die Sanktionen bekanntermaßen sind deutlich angehoben. Die alten waren 30.000 bzw. 300.000 Euro, 300.000 Euro sind über die gesamte Bestandszeit des Bundesdatenschutzgesetzes alt niemals verhängt worden in Deutschland. Und auch die 30.000 eher mal selten oder bis zu 30.000. Die Informationspflichten gab es eigentlich schon immer. Dadurch, dass aber die Rechenschaftspflicht und die Nachweispflicht nicht wirklich gegriffen hat, hat es kaum jemand gemacht. Also jeder, der sich beschwert heute über diese Artikel 13, Artikel 14 Informationen, über die informierte Aufklärung, die klare, einfache, informierte Aufklärung der Betroffenen, der hat es vorher nicht gemacht, hätte es aber auch schon machen sollen. Das ist das, was wirklich neu ist. Und dann gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die sich noch geändert haben, aber das ist nicht wirklich relevant irgendwie fürs aktuelle Leben, würde ich mal so behaupten. Die Grundprinzipien sind auch gleich geblieben, bis auf genau diesen dicken Block hier unten. Alles andere gab es vorher auch schon. Und das ist der Check für euch nochmal, ob ihr das für euch eingehalten habt. Wer von euch hat für sein Unternehmen ein Datenschutzhandbuch oder eine Datenschutz, weiß ich nicht, ob digital oder analog oder einer? Und habt ihr auch eine, du bist ja so ein bisschen, ne, Mittwald ist ja ein bisschen größer und sollte das haben. Habt ihr einen intern oder einen extern? Intern. Und auch einen extern. Okay. Und der interne hat auch Bücher. Okay. Leute, geht zu Mittwald, der interne Datenschutzbeauftragte hat Bücher. Finde ich eine gute Aussage. Warum ihr anderen nicht? Was habt ihr? Du warst nur zurückhaltend. Ja. Aber so eine ganz konkrete an der Handnahme, dann kauft er einen Ordner, macht da Trennblätter rein, schreibt das und das da und da rein. Also diese wirklich an die Handnahme, wie setze ich diese hehren Ziele alle um? Das ist ein ganz großes Problem, wenn ich nicht großes Unternehmen bin und so jemanden habe. Habe ich zwei Tipps für dich. Der eine ist ein absolut kostenloser. Es gibt Landesdatenschutzaufsicht Nordrhein-Westfalen und Bayern haben sich dazu sehr viele Gedanken gemacht und haben Handreichungen. Ihr könnt übrigens auf alle Quellen zugreifen. Es gibt keine Bundesländerunterschiede. Nur die unterschiedlichen Landesdatenschutzaufsichten haben ein bisschen anderes Denken, kümmern sich manchmal um andere Themen, also guckt immer mal quer. Die haben inzwischen hervorragende Materialien und welche ich wirklich gut finde, auch so, wenn du sagst, das ist so ein Wust für mich, sind die vom LDA Bayern, LD, sind die da? Ich glaube, da heißen die LD, also haben wir LDA, ne? Ja genau, das ist immer so, geht immer LDFI, LDA, irgendwie so ein quer durcheinander, das habe ich immer nicht so richtig im Kopf. Die Bayern haben Kurzpapiere und Handreichungen gemacht, die sind echt super und inzwischen ist die Seite auch,
weiß ich nicht, ich finde sie nicht so schön, aber sie ist sehr strukturiert. Also findest du auch tatsächlich, gibt für kleine Unternehmen und für Vereine, für und so weiter. Und die Handreichungen sind super. Erster Tipp, das heißt, ist ein bisschen Aufwand, weil du musst dich durch ein paar verschiedene Sachen klicken. Es gibt vom Beck Verlag ein, ist Anfang letzten Jahres erschienen, sieht so ein bisschen aus wie eine T3N-Ausgabe, so vom Umfang, also so ein 200 Seiten Magazinformat, also gar nicht ein Buch, sondern ein Magazin, kostet glaube ich 6,95, wenn ich mich nicht irre, und ist tatsächlich Umsetzung der DSGVO für Betriebe und Vereine. Ganz hervorragend. Mit Hintergrundinformationen, also ist wirklich auch so aufgebaut, dass du weißt, du hast eine Themeneinführung, du hast so einen Kasten an der Seite, das ist das, was du tun musst. Und wenn du Lust hast oder Interesse hast, hast du Informationen dahinter nochmal, um ein bisschen zu verstehen, irgendwie, warum mache ich das eigentlich, was soll der ganze Kram. Gibt es immer noch, gibt es glaube ich sogar in der zweiten Auflage inzwischen, heißer Tipp. Und 6,95 ist sowas, suche ich euch gleich nochmal raus, habe ich nicht mehr im Kopf. Das ist bei mir ist es ein bisschen verknittert und liegt irgendwo in irgendeiner Archivkiste inzwischen. Okay. Und funktioniert. Aber ansonsten online Landesdatenschutzaufsichten. Das wisst ihr inzwischen, müssen wir glaube ich nicht mehr springen, ein bisschen drüber. Ich habe meine gelbe Karte schon bekommen. Das, was ihr tun müsst, um eure Datenschutz-Compliance in eurem Unternehmen, egal ob ihr alleine seid oder mit 100 Leuten unterwegs seid, hinzubekommen, sind letztlich diese 5 Säulen. Wobei man dafür inzwischen schon mal technisch-organisatorische Maßnahmen, ist das allen klar, irgendwie, was ihr da tun müsst? Das ist sozusagen das, was ihr aus größeren Unternehmen vielleicht als Verfahrensanweisung, als Betriebsvereinbarung und so weiter kennt. Das müsst ihr bei euch machen. Das heißt, ihr müsst sagen, was ihr tut, und ihr müsst technisch Maßnahmen treffen. Hatten wir vorhin zum Beispiel mobile Geräte verschlüsseln, zum Beispiel für euch selber auch eine Kennwortrichtlinie, die in irgendeiner Form dokumentiert ist, auch wenn ihr alleine seid, und so weiter und so weiter. Einen Satz machen aus, und das ist wahrscheinlich der dickste Teil in dem Ordner, eure technisch-organisatorischen Maßnahmen. Wie gewährleistet ihr ein angemessenes Schutzniveau? Und angemessen heißt bezogen auf eure Unternehmensgröße, auf euer Risiko, also ein risikobasierter Ansatz. Ihr dürft einschätzen, wie hoch ist das Risiko, wie stark muss die Schutzmaßnahme sein. Wenn ihr im CRM irgendwie einfach Namen und Adressen habt von euren Kunden, ist das Schutzniveau nicht so hoch wie bei Götz in seinem Unternehmen, irgendwie der vielleicht irgendwelche Lebensversicherungen für Geschäftsführer macht, irgendwie mit so viel Gesundheitsfragen dahinter. Also, risikobasierter Ansatz ist ein hervorragender Billigmacher auch für euch in der Arbeit mit dem Datenschutz, und gibt euch viel Spiel. Ihr müsst einfach plausibel begründen. Verfahrensverzeichnis, also Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, wie es ja seit 2018 heißt, ist eine Sache, ihr müsst nur euch selber einen Kopf machen, braucht ihr sowieso, wenn ihr euch mit dem Datenschutzthema auseinandersetzt. Ihr müsst euch Gedanken machen, an welcher Stelle habe ich es eigentlich mit welchen personenbezogenen Daten zu tun und was fange ich damit an? Und das ist einfach pro Verarbeitung, also ich sag mal, Datenpflege im CRM, Kunden-Newsletter, Versand und so weiter und so weiter, sind das einzelne Verarbeitungstätigkeiten, die dokumentiert werden müssen mit dem, was benutze ich da drin, zu welchem Zweck benutze ich, was habe ich mir ausgedacht als Rechtsgrundlage dafür und welche technisch-organisatorischen Maßnahmen haben mit diesem Verfahren zu tun, um das wirklich sicher zu machen. Das ist die Hauptarbeit. Ich denke mal, wenn ihr so unterwegs seid, Webdesign, Kundenberatung, vielleicht ein bisschen Strategieberatung noch dabei und so weiter, das als Einzelkämpfer, dann ist das eine Arbeit von 3 Tagen. Und dann seid ihr damit durch. Mit dem, dass ich mich erstmal einlese, was ich eigentlich machen muss. So. Wenn ihr multinationaler Konzern irgendwie mit 72 verschiedenen IT-Systemen seid, habt ihr es schwerer. Habt ihr aber nicht. Datenschutzfolgenabschätzung versteckt sich hinter DSFA. Dafür gibt es inzwischen, die Folie ist ein bisschen älter, gibt es inzwischen White- und Blacklists, auch bei den Datenschutzaufsichten online einzusehen. Ich nehme mal an, wenn ihr nicht ganz besondere Kundenprojekte habt, wo ihr mit hochsensiblen Daten arbeitet oder Wartungsverträge habt und auf die Daten Zugriff habt, wird euch das nicht treffen. Ist aber ein Teil in dem Heft oder bei irgendeiner der Aufsichtsbehörden einmal kurz nachlesen, was
trifft mich das und stehe ich da auf der Whitelist oder auf der Blacklist und gut. Dann müsst ihr eure Verträge und AGBs überarbeiten. Heißer Tipp, seit gestern, den kenne ich auch erst seit gestern, Roland, Easy Rechtssicher, hat da echt ein paar wirklich gute Ideen, finde ich. Ansonsten gibt es da andere Anbieter, die euch da unterstützen oder Anwälte, die euch gegen viel Geld irgendwie sowas auch sehr individuell machen. Und das Wichtigste, kommt euren Informationspflichten nach. Habt im Kopf, warum diese ganze Geschichte stattfindet, wen müsst ihr informieren, damit er selber eine Entscheidung treffen kann, will ich meine Daten dir geben oder nicht. Letztlich ist was, deswegen habe ich das zu Anfang gefragt, wer von euch hat ein Datenschutzhandbuch, ist das, was dabei rauskommt. Das heißt, macht ein Datenschutzmanagement, baut eure Leitlinie, eure Richtlinie. Wer von euch hat Mitarbeiter? Du hast, weiß ich, du bist Mitarbeiterin, du bist da nicht in Pflicht. Wenn ihr Mitarbeiter habt, müsst ihr eine Vertraulichkeitsverpflichtung machen. Das war früher mal abgedeckt in Arbeitsverträgen über BDSG § 4. Den gibt es nicht mehr seit dem 25.05.18. Das heißt, ihr müsst was Eigenes machen. Dafür gibt es hervorragende Vorlagen. Nur ein Hinweis, dieses neue Geschäftsgeheimnisgesetz. Ja. Dass der Ort dafür, ganz hervorragend, also Geschäftsgeheimnisgesetz, nur mal für die Aufzeichnung hier, braucht eine Kategorisierung von Daten, also sowas, was man aus Spionfilmen kennt oder Ami-Filmen kennt, mit geheim, streng geheim und so weiter und so weiter. Der Ort dafür ist hervorragenderweise das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, was ihr sowieso für euren Datenschutz macht. Da könnt ihr das mit abdecken und habt alle Anforderungen nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz mit erfüllt. Bitte? Auftragsverarbeitungsvereinbarung. Hat jeder von euch das gemacht, zumindest mit seinem Hoster, bei dem er was macht? Du bist raus, Donner. Habt ihr gemacht? Macht euch, wenn ihr euer Verfahrensverzeichnis macht, nein, Verzeichnisverarbeitungstätigkeiten macht, macht euch Gedanken, wo fließen Daten ab und den Teil müsst ihr abdecken. Ja, es also all das, was ich euch sage zu den Geschichten Datenschutz, ist niemals Rechtsberatung. Und wir haben uns in anderen Kontext die Mitwald AVV mal angeguckt und sie scheint sehr in Ordnung zu sein. So im Rahmen des Rechtsdienstleistungsgesetzes, das ist eine Aussage, die man so treffen kann. Wir laufen außerhalb der Zeit und mal wieder, ne? Ich glaube mal, ich muss ein bisschen hüpfen, weil, nein, wir müssen, glaube ich, an der Stelle aufhören. Ne? Wir müssen aufhören. Ihr habt Hunger, wir müssen aufhören. Betroffene Rechte, gibt es da irgendwie ganz schlimme Unklarheiten bei euch mit irgendwas? Gibt es auch nicht wirklich was Neues, außer dass dieses Recht auf Vergessenwerden irgendwie nochmal eine andere Begrifflichkeit und eine sehr missverständliche Formulierung bekommen hat? Ansonsten ist es auch nicht wirklich was Neues. Und jetzt mache ich hier mal... Ich kann ja leider nicht. Datenübertragbarkeit finde ich auch einen wichtigen Punkt. Datenübertragbarkeit, was ist dein Punkt dazu? Wenn du den Arzt wechselst und der Doof sagt einfach, nö. Dann hat er ein Problem. Wenn du von einem Arzt zum anderen wechselst und er sagt, ich kann meine Daten nicht rausgeben, weil meine Software gibt es nicht her oder wie auch immer, oder ich gebe die nicht raus, dann findet eine Meldung an die Datenschutzaufsicht statt. Punkt. Und da mal gucken, was passiert. Sie kommen in der Regel relativ schnell in Schweiß. Eine Sache noch als letzten Satz dazu. Diese Drohung, ne? Ihr alle werdet mit 20 Millionen oder 10 Millionen oder mit irgendwelchen gigantischen Umsatzzahlen, na, außer Mittwald, weiß ich nicht, wird uns eher 10 oder 20 Millionen was treffen. Das ist ja diese Drohkulisse. Die Realität zeigt was komplett anderes. Das haben wir auch, hat Roland gestern auch in seinem Talk schon gesagt. Du kriegst erstmal eine Verwarnung, beziehungsweise
sogar noch davor, du kriegst eigentlich erstmal den Aufruf irgendwie, leg mal da, was machst du eigentlich, was ist da eigentlich dran? Gegebenenfalls gibt es eine Verwarnung, in der Regel auch nicht Bußgeld bewährt. Zumindest so in dem Bereich, wenn ihr nicht richtig viel Mist baut, dann gibt es eine Verwarnung. Ihr kriegt eine Nachbesserungsfrist und ihr kriegt eine Prüfung. Was ihr euch immer einfangt, wenn ihr mit so einer Meldung zu tun habt, ist, die werden ein bisschen genauer hingucken wollen. Und wenn irgendeiner euch ankackt, darf man online nicht sagen, wenn jemand sich beschwert über euch, dann habt ihr die Datenschutzaufsicht erstmal an der Hacke und die werden von euch auch euer komplettes Datenschutzmanagementsystem, euer Datenschutzhandbuch, wie auch immer ihr das gemacht habt, werden die sehen wollen. Und also wollen die Johannes kennenlernen? Das ist gemein und das verletzt Persönlichkeitsrechte. Ich beantworte die Frage nicht. Dafür solltet ihr vorbereitet sein und deswegen ist es tatsächlich auch sehr lohnenswert, jetzt, falls ihr nicht so weit seid, sehr, sehr schnell in Schweiß zu kommen und das fertig zu machen. Erst dann gibt es eine Rüge, die ist in der Regel Bußgeld bewährt, aber eher so in dem Bereich, also die Bußgelder, die bisher verhängt wurden, das sind 100 und ein paar seit Inkrafttreten, sind eher milde. Und dann wird es böse. Wir gehen dann jetzt zum Essen. Ja.